Willkommen zu einer neuen Capital Wardrobe Runde und ich muss sagen, ich bin so unglaublich happy mit der Idee vom letzten Mal. Ich hatte mir ja vorgenommen, in diesem Jahr mehr Sachen zu integrieren, die ich Ewigkeiten nicht angezogen habe. Einfach, wenn ihr es euch bildlich vorstellen wollt, auf die Abgründe meiner Boxen irgendwie greifen und die Pullover von ganz, ganz unten hervorholen. Sachen, die man ewig nicht getragen hat. Und ich fand es so gut. Auf der einen Seite hat es frischen Wind in die Capsule gebracht und einfach die Erinnerung, was man für schöne Kleidungsstücke irgendwie einfach noch im Schrank hat und an die man vielleicht einfach auch gar nicht mehr denkt. Ein zweiter Vorteil war auf jeden Fall, dass ich mir die Kleidungsstücke, die ich dann rausgeholt habe, die ich schon ewig nicht anhatte, einfach mal in Ruhe auch wieder tragen konnte und ausprobieren konnte. Liebe ich die noch? Oder sind die vielleicht einfach bei jemandem anders zu Hause viel, viel besser aufgehoben? Ich finde, ganz oft fällt es einem einfach schwer, so diesen ersten Schritt zu machen. Ich miste jetzt etwas aus, weil das gleich irgendwie so hochgehängt ist. Und dann möchte man auch gleich sehr viele Sachen aussortieren und möchte Ballast abwerfen und so weiter. Und möchte irgendwie vorwärts kommen. Und das hatte ich jetzt in dem Fall überhaupt nicht. Ich hatte einfach meine 4 Stücke, die habe ich getragen, habe während des Tragens in mich hineingefühlt, fand ich das gut oder nicht. Und konnte da einfach mal so einen kleinen Check machen, ob ich die Sachen behalten möchte oder ob sie halt auf Vinted landen. Und die Bilanz ist, ich glaube, ich hatte 4 oder 5 Sachen mir dazu gesucht. Ein Longsleeve, ein Rollkragen-Longsleeve, dieser orange, rostfarbene, den habe ich zum Spenden gegeben, weil mir war der einfach ein bisschen zu kurz vom Torso her. Deswegen ist der einfach in eine Spendenbox gelandet. Und dann hatte ich noch einen wunderschönen Armed Angels Cardigan. Da ist es mir auch ehrlicherweise sehr schwer gefallen. Aber ich habe mich einfach bei dem Gedanken ertappt, ich liebe den Schnitt und ich finde, so wie er sitzt und die Form, finde ich wunderschön. Den gibt es aber noch in weiteren Farben und ich hätte tatsächlich lieber gerne eine dieser anderen Farben. Nicht unbedingt jetzt, aber einfach so für den Hinterkopf. Und ich finde es immer, wenn man denkt so, ach, ich mag das, aber dann ist es vielleicht einfach auch nicht das richtige Kleidungsstück für mich selber. Und ich war mir auf der anderen Seite sicher, dass ganz, ganz viele von euch sich über diesen Cardigan riesig freuen würden. Und deswegen habe ich ihn weitergegeben. Ich habe dieses Mal 2 andere Cardigans mit dabei. Ich würde, glaube ich, immer farblich eher zu den beiden greifen und deswegen war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Das war es mit einer relativ ausführlichen Recap dieses Mal und ich möchte das System über das gesamte Jahr durchziehen. Ich habe jetzt für diese Capsule auch nochmal ein paar ältere Pullover rausgeholt. Ich glaube jetzt, der Februar ist noch ein Monat, wo ich bei den Pullovern halt jetzt geschaut habe. Vielleicht würde ich dann jetzt im März dann mehr auf Hosen und Jacken oder sowas gehen. Mal schauen. Beim letzten Mal hatte ich ja von den 3, 4 Sachen, die ich hochgeholt habe, wirklich sehr viel Farbtupfer mit dabei. Und dieses Mal ist es erstaunlicherweise genau andersrum. Also ich habe es genauso gemacht. Ich habe geschaut, was liegt ganz unten im Stapel. Und da nehme ich mir einfach 4 Sachen davon, die ich jetzt integrieren möchte. Und fast alles sind weiß und cremefarben. Das heißt, euch erwartet eine recht helle Capsule Wardrobe. Aber ich finde es auch einfach schön, um mal zu zeigen, wie man helle Töne in den Winter gut integrieren kann. Was ich nämlich an diesen hellen Tönen auch schön finde, dass sie in gewisser Form auch das reinbringen können in den Kleiderschrank, was Farbtupfer können. So im Winter, wenn es alles trist und dunkel und grau ist, ob ihr nun einen roten Cardigan oder vielleicht einen weißen Pullover anhabt, ich finde, alles das sind so Stimmungsbooster, die ja ein bisschen Freude machen. Alles, was nicht so dunkel, so gedeckt ist. Fangen wir an mit den Hemden. Ich habe 2 Hemden mit dabei. Das eine ist das weiße Baumwollhemd, was die letzten Monate immer mit dabei war. Deswegen sage ich da nichts mehr groß zu. Das zweite ist ein cremefarbenes Hemd, ebenfalls Secondhand und aus der Männerabteilung gekauft. Ist ein Baumwollhemd. Und ich habe gedacht, es ist ganz schön, um das nochmal mit als Layering ein bisschen reinzubringen. Ich habe einen weißen Cardigan, werdet ihr als nächstes gleich sehen. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass das da drunter echt schön aussieht. Und ich würde sagen, wir machen einfach dann direkt mit den Cardigans und Pullovern weiter. Das ist dieser Cardigan, den ich meinte. Den habe ich auch mal Secondhand gefunden. Und der ist so ein bisschen gröber gestrickt. Also da muss man jetzt gerade um die Jahreszeit auf jeden Fall was drunter ziehen. Im Sommer finde ich den auch wahnsinnig schön, einfach mit einem Kleid mit Spaghetti-Trägern und dann sieht man immer die Haut noch so ein bisschen durchschimmern. Aber im Moment
zieht es da einfach zu sehr durch. Das heißt, da würde ich eher was Langärmliches drunter anziehen, es sei denn, es wird nochmal deutlich milder. Ich mag den gerne, weil der so sehr oversized, der chunky ist. Der ist so wirklich so sehr gemütlich. Der nächste Pullover, das ist der einzige Pullover, den ich aus dem letzten Monat drin gelassen habe, weil ich den gerne noch weiter tragen wollte, ist ebenfalls so ein Off-White-Pullover und der ist sehr schön, weil der hier vorne diesen Zipper hat und dann diesen blauen Kragen, der es irgendwie so ein bisschen maritim und auch ein bisschen spezieller macht. Und den habe ich im letzten Monat noch relativ wenig getragen im Vergleich zu den anderen Pullovern und deswegen habe ich gedacht, lassen wir den einfach nochmal mit dabei. Ist auch so sehr schön, oversized, man kann da so richtig schön versinken. Und das nächste Teil habe ich jetzt wieder reingeholt, nach 2 Monaten Pause, glaube ich, ist dieses gestreifte Longsleeve von Armed Angels. Ich liebe das extrem, ich finde das ganz, ganz toll. Es ist schlicht, trotzdem ist es nicht super empfindlich durch die Streifen. Ich mag oben hier dieses helle Bündchen, finde ich einfach ein wahnsinnig tolles Teil. Und ich habe es vermisst ein bisschen. Deswegen habe ich gedacht, das ist eine schöne Sache, irgendwie das jetzt wieder dazu zu holen. Und es ist einfach so ein Teil, was man sich überwerfen kann. Es ist weit geschnitten, es hat schöne lange Ärmel. Man muss sich nicht super viel Gedanken ums Layering machen. Trotzdem irgendwie ist es auch ganz toll mit einem Tuch zusammen oder so. Also ist wirklich so ein Basic-Universal-Teil, was ich jetzt über die letzten Monate zu lieben gelernt habe. Dann noch dieses Shirt mit der Knopfleiste. Ich habe es vor einem Jahr circa in Kopenhagen gefunden, Secondhand. Und ich finde es einfach ganz schön und ich mag es gerne im Kontrast. Also man könnte es auch reinstecken, dann ist es einfach ein kurzes Shirt. Aber ich mag es gerne, weil die Ärmel hier in so einem Split aufgehen, in so ein so auseinandergehen. Wenn man diese Silhouette einfach halt auch unten vorzieht und die Knöpfe einfach ein bisschen auflässt. Gerade mit einer Jeans, die High-Waist geschnitten ist und ein bisschen Kontrast hat, das finde ich, ist so meine Lieblingsvariante, das Shirt zu tragen. Aber natürlich könnte ich es auch einfach aufgeknöpft als Cardigan anziehen. Dann habe ich noch ein helles Teil und dann gibt es noch 2 dunkle. Das helle Teil habe ich jetzt auch ewig nicht angehabt und ich weiß nicht warum. Es ist eher dünner, es ist von Artnet Studios und es ist dieses schöne cremefarbene Poloshirt. Im Unterschied zu hier geht die Knopfleiste nicht komplett durch, sondern sie ist einfach nur hier oben, die unterhalb der Brust endet. Ich finde es super schön und ich habe in den letzten Tagen mal drüber nachgedacht, woran das liegt, dass ich solche Sachen jetzt in der letzten Zeit wenig getragen habe. Und ich glaube, es liegt einfach dran, immer wenn ich so richtig in den Wintermonaten bin, dass mir dann gefühlt eher nach so oversized Pullovern, die sehr grobstrick, sehr dick sind, einfach so gemütlichere Sachen. Das sind jetzt beide Sachen, die etwas enger sind, die dadurch halt auch mehr Figur machen, die ich vom Styling her super finde, aber manchmal bin ich einfach ein bisschen faul und deswegen finde ich es gut, sowas mit dabei zu haben jetzt wieder. Den nächsten Pullover hatte ich in Grau beim letzten Mal mit dabei, dieses Mal jetzt in diesem wunderschönen Schokobraun. Ich habe gerade gedacht, zu diesen ganzen Creme-Beige-Tönen finde ich es schön, einen Schokobraun mit dabei zu haben, weil sich das auch super ergänzt. Und das letzte Teil ist wieder dann ein Cardigan und so schließt sich dann quasi der Kreis. Mein dunkelblauer Cardigan, den habe ich mal Secondhand gefunden. Der ist deutlich dünner als der andere, aber mindestens genauso schön. Ganz schlicht geschnitten, hat diese aufgesetzten Taschen hier. Also geht vom Grundschnitt her sehr in die Richtung von dem Cardigan, den ich abgegeben habe. Er ist halt nur nicht so dick und so oversized. Ich bin happy mit diesen beiden Cardigans. Sind auch die einzigen beiden, die ich habe. Ich mache einfach mal der Reihe nach weiter. Das heißt, gleich kommen noch so ein paar Kurzarmsachen, aber ich finde es auch ganz nett, das Ganze mal immer so ein bisschen aufzuswitchen, damit es nicht langweilig wird, machen wir weiter mit den Jacken und Mänteln. Und ich habe die letzten Monate ja mit meinem Wollmantel und mit der Lederjacke gelebt und ich habe jetzt die Lederjacke rausgenommen, um da einfach mal ein bisschen wieder Varianz reinzubringen. Und das ist wirklich so das Teil, auf was ich mich am meisten gefreut habe, es wieder rauszuholen. Für die ganz, ganz kalten Temperaturen ist der leider zu dünn, aber ich habe Hoffnung, dass ich den jetzt im Februar wieder etwas mehr tragen kann. Ja, aber einfach das Stück, auf was ich mich mit Abstand am meisten gefreut habe. Es ist diese DIY-Jacke, die ich selber genäht habe vor einem Jahr. Das war nämlich auch kurz vor Kopenhagen, dass ich die fertiggestellt habe. Und dann, das war die Jacke, die ich mitgenommen habe. Das weiß ich noch relativ genau. Ich habe da selber diese Lederkanten drauf gesetzt. Und es ist einfach immer so, dass wenn man etwas selber macht, dass es für einen selber einfach einen ganz, ganz anderen Wert hat, wenn man weiß, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel Liebe auch. Und ja,
ich glaube, ihr werdet mich sehr viel in dieser Jacke im kommenden Monat sehen. Dann wieder mit dabei, weil ich noch nicht darauf verzichten möchte, der dunkle Wollmantel. Sehr oversized, sehr lang. Ich glaube, da muss ich nicht mal wirklich was zu sagen, da ich das in die letzten Monate schon mit dabei hatte. Und dann habe ich wieder, weil auch da, ich habe wieder Lust auf helle Farben und ein bisschen mehr Helligkeit und Freude in meinem Kleiderschrank, habe ich den Tibi Trench rausgeholt. Und ich glaube, mit diesen zwei Mänteln und der Jacke habe ich jetzt einfach wieder ein bisschen mehr frischen Wind im Kleiderschrank und fühle mich nicht so, als wenn ich die ganze Zeit identisch aus dem Haus gehe und jeden Tag gleich aussehe. Bei den kurzärmeligen Sachen, also es ist diesmal kein T-Shirt mit dabei, woran man vielleicht denken könnte, wenn man die Cardigans sieht, dass ich eigentlich doch mehr T-Shirts vielleicht hätte mit reinnehmen sollen. Aber mir war nach Tops und auch danach Dinge, die ich im Sommer gerne getragen habe, vielleicht mal versuchsweise jetzt in den Winter zu integrieren und sie mit reinzunehmen. Ihr werdet es gleich sehen. Aber das erste ist ein absolutes Basic-Top. Das ist von The Slow Label. Liebe ich sehr, habe ich in diesem Winter erst irgendwie angeschafft. Und es ist ein absolutes Basic-Top, was aber von der Stoffqualität her wahnsinnig gut ist. Also es ist sehr eng, es gibt sehr viel Support irgendwie und man fühlt sich da einfach sehr wohl drin. Das nächste Shirt ist so ein Polunder-Verschnitt, aber es ist sehr, sehr dünn. So ein V-Ausschnitt. Ich habe es im Sommer wahnsinnig viel getragen, indem ich es einfach in die Hose gesteckt habe. So mag ich es auch am liebsten. Und ich habe jetzt gedacht, es ist doch schade, dass ich es einfach nur im Sommer anziehe, weil es hat, glaube ich, ist ein Kaschmiranteil. Es ist sehr flauschig, sehr weich. Eigentlich würde sich das als Layering-Piece auch sehr gut anbieten. Und es gehörte auch zu den Dingen, die ganz unten in der Box lagen. Also ein altes Stück, was ich gerne wieder neu integrieren möchte. Und ich finde es dann auch toll, das Stück mit in eine andere Jahreszeit zu nehmen und so einfach nochmal die Möglichkeit zu bekommen, da ganz anders mit rum zu experimentieren. Das letzte kurzärmelige Teil ist ein absolutes Sommerstück und ich habe sehr lange überlegt, ob ich das wirklich mich traue, jetzt auszupacken im Februar. Es ist nämlich eine Leinenweste, auch die habe ich selber genäht. Die ist relativ cropped, was es für den Winter etwas schwerer macht. Wäre sie jetzt nochmal so ein Stück länger, könnte man sie noch besser zum Layering benutzen. Aber ich habe irgendwie Lust, neu rumzuexperimentieren. Und dafür ist eine Capsule Wardrobe ja auch immer gedacht, dass man sich alte Stücke wieder raussucht und sie versucht, neu zu interpretieren, neue Dinge auszuprobieren, anstatt einfach Lust zu gehen und zu sagen, ich kaufe mir jetzt hier und da was Neues und habe dann was Neues im Kleiderschrank. Deswegen, das wird, glaube ich, so der heilige Gral in diesem Monat. Kommen wir zu den Hosen, Stoffhosen und Jeans. Ich habe wieder eine relativ übliche Kombi mit dabei, zwei Stoffhosen, drei Jeanshosen. Die erste Hose ist meine geliebte Kaya, glaube ich, ne? Von Armed Angels, mein Lieblingsschnitt, meine schwarze Hose. Und jetzt kommt ein Megatipp, weil die war ja wahnsinnig lange ausverkauft und den Schnitt gab es nicht mehr. Und dann hat Armed Angels den irgendwann in einem Blauton, die Hose habe ich ja auch, in einem festeren Stoff reingeholt. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt die Kaya wieder in Schwarz. Und es ist, glaube ich, auch ein dünnerer Stoffmix, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, es ist nicht der identische Stoff zu meiner Hose hier, aber es verspricht sehr ähnlich zu sein. Ich verlinke euch das mal unten. Das heißt, wenn ihr die Hose schon jetzt die letzten zwei Jahre angeschmachtet habt, dann habt ihr vielleicht jetzt wieder eine Chance, sie auch in euren Kleiderschrank einzufügen, weil ja, das ist einfach, ihr wisst es, eines meiner absoluten Lieblingsteile. Und dann habe ich noch eine cremefarbene Hose mit dabei. Das ist eine Secondhand-Hose, ich glaube aus der jungen Abteilung. Auf jeden Fall habe ich mir die etwas enger genäht. Sie fällt relativ straight, also die schwarze Hose fällt etwas weiter und lockerer am Bein und sie ist etwas mehr High-Waist geschnitten und die fällt etwas mehr wie so eine klassische Anzughose. Und ihr kennt meine Strategie, was die Jeanshosen angeht. Drei verschiedene Jeanshosen, drei verschiedene Farben, drei verschiedene Schnitte. So komme ich immer einfach am besten raus und habe am meisten Variationsmöglichkeit. Die erste habe ich schon an, ist eine meiner Lieblingshosen, die ist Enya Hemp in so einem dunklen Ton, trage ich unfassbar gerne. Gibt es, glaube ich, so nicht mehr, aber ich habe jetzt gesehen, die gibt es in Schwarz und in einem hellen Ton. Ich glaube, es ist ein Schnitt, der sehr gut angekommen ist und deswegen jetzt nach und nach immer wieder in neuen Tönen zu finden sein wird. Dann habe ich noch eine schwarze Straight Leg. Ich trage wenig schwarze Jeanshosen, einfach aus Hundegründen. Es ist leider einfach immer so, dass schwarze Jeanshosen Hundehaare magisch anziehen. Das heißt, wenn ich eine schwarze Hose trage, dann habe ich das Gefühl, ich müsste dreimal am Tag mit einer Fusselbürste rübergehen. Ja, schauen wir mal, ob Pina
in diesem Monat noch in den Fellwechsel kommt. Bisher hart sie relativ wenig, aber wenn es so in den Frühling übergeht, geht es ja dann meistens richtig erst los. Und die dritte Hose ist eine Bootcut-Jeans. Ist in so einem Mittelblau gehalten. Habe ich bewusst ausgewählt, weil die beiden ja eher etwas dunkler sind, wollte ich nochmal eine etwas hellere Farbe. Der Bootcut-Schnitt ist einfach auch nochmal schön, weil er am Oberschenkel schön eng ist, macht eine wunderbare Figur und dann geht er halt am Unterschenkel weit auseinander, sodass ihr auch da schön derbe Boots oder so drunter tragen könnt und kein Problem habt, dass das Hosenbein zu eng ist, weil das finde ich immer nervig, wenn sich schmale Jeans-Hosenbeine, was ist das für ein Wort, wenn sich die schmalen Hosenbeine einer Jeans dann so an den Boots stören und es sich staucht, das mag ich gar nicht. Und dann sind wir auch schon durch. Ich habe, also mit der Kleidung sind wir dann durch. Ich habe das Gefühl, ich bin super schnell unterwegs, aber manchmal täuscht das Gefühl auch, es ist ja mal was anderes, wenn ich es vor der Kamera rede und wenn es hinterher geschnitten ist von der Länge. Aber deswegen geht es schon weiter zu den Schuhen. Ich habe ja sonst immer 4 Paar Schuhe mit dabei. Dieses Mal sind es nur 3 Paar. Hat den Grund, dass ich einfach gemerkt habe, ich habe 99% des letzten Monats in diesen Boots verbracht. Ja, einfach weil sie am straßentauglichsten sind, was so Pfützen und Matsch angeht. Deswegen habe ich mir gedacht, es macht überhaupt keinen Sinn, wieder 4 Schuhe mit reinzunehmen, wenn ich doch irgendwie bei Schlechtwetterphasen einfach am meisten in denen ende. Und deswegen habe ich jetzt das Paar mit dabei und noch 2 etwas schickere Schuhe, die sich dann für alle Sachen anbieten, die nichts mit Outdoor-Aktivitäten zu tun haben. Das erste Paar sind meine Schnürer, die kennt ihr schon. Die habe ich im Herbst sehr viel und sehr gerne getragen, sind ganz, ganz alte Schuhe. Habe ich jahrelang nicht angetragen und dann wieder so ein bisschen neu für mich entdeckt. Und dann tatsächlich mal was etwas Höheres mit Absatz, meine Sockboots. Habe ich lange nicht getragen, sind dadurch, dass sie so ein Stretch-Material haben, sehr, sehr bequem. Sie sind halt überhaupt nicht nässetauglich. Dadurch, dass es ein Stoff ist, geht es natürlich alles sofort durch. Aber sie haben den Vorteil, sie sind mir eine halbe Nummer zu groß. Das heißt, ich kann ein 2. Paar Socken drin anziehen und habe dadurch ein bisschen mehr Wärme. Ich habe einfach gedacht, ich muss, so wie ich dem Rest so ein Update gegeben habe, dass es mal wieder ein bisschen heller, ein bisschen schicker sein darf, habe ich das Gefühl gehabt, ich muss da an den Füßen auch mitsteuern und wenigstens versuchsweise ein paar mit reinnehmen, die mal ein bisschen mehr Outfit sagen. Auch bei den Taschen habe ich komplett umgestellt. Auch da hatte ich einfach dieses Gefühl, okay, ich kann es nicht mehr sehen. Es muss jetzt einfach mal alles raus und es muss mal was anderes sein. Und ich finde es so toll, dass ich die Möglichkeit habe. Dadurch, dass ich nur 2, 3 Taschen getragen habe, kann ich sie einfach an die Seite packen und mir 3 komplett andere nehmen und habe das Gefühl, ich habe einfach wieder einen komplett neuen Kleiderschrank. Das erste ist ein absoluter Klassiker. Ich habe mir meine Baguette Bag wieder rausgesucht, die ich ja selber genäht habe. Croissant-Bag, so ist es. Die trage ich ja im Sommer immer unglaublich gerne. Im Winter kriegt sie oft mal eine Pause, dass man einfach wieder frischen Wind reinbekommt. Und jetzt habe ich sie lange genug nicht getragen. Jetzt muss sie unbedingt wieder mit dabei sein. Das zweite Teil, was ich lange nicht getragen habe, ist diese Tasche von Anine Bing. Das ist so eine sehr boxy Bag. Ich mag das immer gerne als Kontrast zu dieser Tasche hier. Hier ist sehr weich, sehr rund, sehr, sehr, ja, hat einfach eine ganz, ganz andere Struktur als diese hier, die wirklich einfach komplett rechteckig ist, komplett gerade, sehr fest. Und ja, das ist eine Tasche, die ich mir vor etlichen Jahren mal angeschafft habe. Und dann haben wir noch als allerletztes Stück ein Teil, was ihr wahrscheinlich überhaupt nicht kennt. Es ist eine ganz, ganz alte Tasche in so einem schönen Velourleder, also so ein bisschen so eine Half-Moon-Form. Ganz dezent, ganz elegant, auch eine Farbe, die ich so in Taschenform nicht habe. Gar nicht habe sonst. Und die Tasche habe ich vor Ewigkeiten mal aussortiert und habe sie auf Vintage gestellt. Und bisher wollte sie niemand haben und ich habe mir einfach gedacht, ich finde es wahnsinnig schade, dass so eine hochwertige Tasche so lange einfach nur rumliegt und nicht getragen wird. Wenn sich aktuell niemand für sie interessiert, dann trage ich sie halt selber weiter. Und ich bin ganz gespannt, weil, wie gesagt, so die Art von Farbe habe ich sonst nicht als Tasche. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich, also mit den dunklen Tönen geht sie ja auf jeden Fall und mit Weiß, aber wie sie sich so in dieser mittleren Palette einfügen. Vielleicht wird es auch ein Teil, dass ich mich komplett neu verliebe, so wie meine Schnürer von vorhin. Wir werden es sehen. Und das war es auch schon wieder mit meiner Capsule Wardrobe für euch. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Mut auf helle Farben gemacht. Ich hoffe, ich habe
euch vielleicht das Konzept irgendwie nochmal ein bisschen näher gebracht. Vielleicht habt ihr jetzt Lust, auch mal ein paar alte Sachen bewusst rauszuholen und sie bewusst nochmal neu zu entdecken und zu schauen, ob ihr sie liebt oder ob sie vielleicht besser bei jemand anders aufgehoben sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ach genau, ich wollte gerade einfach sagen, und bis nächste Woche, wie immer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nächste Woche ein neues Video rauskommen wird. Schaut einfach rein. Ich will noch nicht zu viel anteasern, aber ich habe mir gerade so ein Mammutprojekt in der Heimat angeschafft. Und ich weiß nicht ganz genau, inwieweit ich in der kommenden Woche zum Filmen kommen werde. Aber schaut einfach rein. Vielleicht gibt es ein neues Video. Vielleicht müsst ihr auch noch eine Woche länger warten. Bis dann!